Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Die Evangelische Kirchengemeinde am Weinberg in Berlin befragt derzeit ihre Mitglieder, ob sie Vertreter der letzten Generation in ihren Räumlichkeiten beherbergen soll. Ab dem 11. September planen die Klimaaktivisten mehrwöchige Aktionstage in der Hauptstadt und haben für diese Zeit laut der Gemeinde eine kostenlose Unterkunft und Verpflegung angefragt. Man überlege nun, eine für Flüchtlinge angedachte, zurzeit leerstehende Gemeindewohnung zur Verfügung zu stellen. Über die Anfrage soll am 19. September entschieden werden. Die Bundesregierung hat sich besorgt über vermehrte Übergriffe auf christliche Einrichtungen und Gläubige in Israel und den palästinensischen Gebieten geäußert, was auch für Jerusalem als heilige Stadt der drei monotheistischen Weltreligionen gelte, so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Man habe die Behörden in Israel und den palästinensischen Gebieten dazu aufgefordert, die Sicherheit und die Religionsfreiheit der christlichen Gläubigen und Gemeinden im Nahen Osten zu gewährleisten. Der Mauerfall im November 1989 hat Deutschland wieder vereint und das Leben von Ralf Knaute auf den Kopf gestellt. In der neuen Folge der IDEA-Videoserie Königskinder erzählt der 54-Jährige, wie er sich mit tausenden anderen Dresdnern für die Wiedervereinigung eingesetzt hatte und wie er die Wende erlebte. Und es berührt mich bis heute, weil es verrät uns etwas, wie das funktioniert hat. Nämlich ein Wunder. Und das ist was ganz Schlichtes war. Menschen, die sich in Einheit zusammengeschlossen haben und die mit Kerzen und Gebeten eine Mauer zum Einsturz gebracht haben. Und Gott hat eingegriffen. Und dieses Wunder werde ich nie vergessen. Und wie das auch mein persönliches Leben nachhaltig geprägt und verändert hat, weil dann Dinge möglich wurden, die ich mir hätte nie vorstellen können. Nach dem Mauerfall lernte Knaute die Deutsch-Amerikanerin Sabine Ball kennen, die mit 67 Jahren nach Dresden gekommen war, um der jungen Generation Hoffnung zu geben. Gemeinsam mit ihr gründete Knaute den sozialdiakonischen Verein Stoffwechsel. In der neuen Königskinderfolge erzählt Knaute, wie er nach dem Zerfall seiner Ehe mit Momenten der Einsamkeit umgeht und wie er von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist Hilfe erfährt. Seine Geschichte können Sie auf dem YouTube-Kanal Königskinder sehen. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.